Das größte Problem ist, dass ich nicht sehe, wer da so alles... Oh, komm! Hallo! Hallo! Du! Jawohl. Der ist tot? Yay! Ich habe meine Waffe geleert. Hammer geil. Nein. Oh, geh weg von der Wand. Dankeschön. So, immerhin habe ich jetzt die Waffe hier. So. Okay. Ah, fuck. Okay, der ist down. So, der ist nicht... Der ist jetzt down. Der ist auch down. Und hier gibt es eine Shotty für mich. Dankeschön. Oh Gott. Oh, haben wir geschafft. Nice. Mehr gibt es hier nicht. Okay. War doch nicht ganz so schwer. Man muss halt nur irgendwie wissen, wie man die da rausjagt. Lockt. Oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr rein. Gott. Irgendwie merkt es keiner, dass ich hier die ganze Zeit rumballer. Oh Gott, die ist leer. Die ist leer. Hier haben wir noch was. Hier haben wir was Geiles. So, du bist auch down. Gut. Ah, geschafft. 22. Die ist voll. Hey, hey, hey. Das ist jetzt unser Revier. Unser Revier. Besser, besser. Das ist jetzt unser Revier, Jungs. Los, räumen wir auf. Oh. So. Ah, okay. Da kann ich mich dran erinnern. Kommt ihr gleich auch noch mit meiner Waffe vorbei? Mit einer Schusswaffe, meine ich natürlich. Normalerweise. Genau, mit einer Shotty. Sehr gut. So, So, ich glaube, da drüben war da noch... Einer ohne. Und hier oben sollte es weitergehen mit Leuten mit Schusswaffen. Gott. Ha. Der ist schon mal down. Oh, war das knapp. Geschafft. Huhu. Jawohl, Errungenschaft. Tödliche Stille. Nice. Richtig geil. D plus. Ja, ganz schlecht. Ja, ich war nicht wirklich flexibel. Ich habe alle einfach über den Haufen geschossen. Aber mehr wollte ich halt auch nicht. Oh, the end. Ich stehe auf der Bank. Hallo. Einfach mal reingehen. Sorry, aber ich konnte nicht zur Tür kommen. Meine Beine wollen nicht mehr so richtig. Sie sind der Autor, der angerufen hatte. Stimmt's? So ist das, Ma'am. Ich dachte, Sie können mir vielleicht ein wenig über Ihren Sohn erzählen. Er war das süßeste Kind. Ich weiß nicht, wie er in diese Sache geraten konnte. Das war sicher ein schwerer Schock für sie. Tja nun, mir fiel auf, dass er sich plötzlich ganz anders benahm. Er war eher ein Einzelgänger, wissen Sie? Auf einmal ging er aus, alte Freunde treffen. Wusste gar nicht, dass er welche hatte. Gut, ich nahm das so hin. Ein Mann in seinem Alter sollte nicht ständig alleine sein. Ich hatte immer das Gefühl, ihn aufzuhalten, denn er kümmerte sich sehr um mich. Hat er Ihnen irgendwas darüber erzählt, was passiert ist? Ich habe ihn nur ein paar Mal besucht, als er im Gefängnis war. Er hat mir gar nichts erzählt. Sagte, es wäre besser, wenn ich nichts weiß. Haben Sie eine Vermutung? Haben Sie eine Vermutung, was aus seiner Flucht mit ihm geschah? Hat er Kontakt zu Ihnen aufgenommen? Ich... Also... Darüber kann ich doch nicht sprechen, oder? Ich würde wirklich gerne mit ihm sprechen, wissen Sie? Also,
Wenn er anruft, könnte ich ihm Ihre Nummer geben. Dann kann er selbst entscheiden, ob er mit Ihnen reden möchte oder nicht. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Wenn ich schon hier bin, dürfte ich mich vielleicht etwas umsehen? Oh, bitte, nur zu. Das Zimmer meines Sohnes ist die Treppe nach oben und dann links. Hab alles so gelassen, wie es war. Okay, habt ihr nicht noch irgendwas Geiles hier, irgendwas zu futtern oder so? Dreckwäsche. Oh, ist das eine Badewanne? Oh, ihr wollt das Baden gehen. Das ist das Bett der Mutter, würde ich jetzt auch mal schätzen. Das ist ein Gästezimmer oder irgend... Ah, das ist ein Tresor, würde ich jetzt mal sagen. Mit lauter... Trophäen. So, hier ist draußen die Terrasse und das ist sein Zimmer. Ach ja, schön. 10. März, 16. März. Hm? Hier gibt es nichts mehr. Ist auch nichts mehr, hier gibt es ganz viel Schmuck. Ist das ein Handy? Keine Ahnung. Das war's eigentlich. Na, ich würde sagen, ich gehe wieder. Tschüss. Ab in den ranzigen Bus. Und weiter geh mal. Und zurückspulen. ...1985 auf Hawaii. Ich habe nachgedacht. Tatsächlich? Worüber denn? Wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich eine Bar aufmachen, denke ich. Ja, du säufst ja auch wie ein Loch. Hey, ich meine das ernst. Ist doch eine gute Idee, oder? Hab schließlich als Barkeeper gearbeitet. Und was machst du, wenn wir wieder zu Hause sind? Ich bin Lehrer, schon vergessen. Ich habe einen Job, wenn wir wieder zurück sind. Mal im Ernst, Barnes. Ich bin sicher, du wirst einen ganz tollen Barbesitzer abgeben. Wer wünscht sich schließlich nicht einen so sympathischen Saufkopf als Boss? Ja, ja, schon gut. Leck mich doch, Mann. Wie steht's mit dir, Leutnant, Lieutenant, wie auch immer? Irgendwelche Pläne? Weiß noch nicht. Eine Bar klingt nicht übel. Irgendwas, wo man keine Waffe tragen und Leute erschießen muss. Vielleicht mache ich einen kleinen Gemischtwarenladen auf oder so. Stell einen kleinen Fernseher neben die Kasse und schieb den ganzen Tag eine ruhige Kugel. Klingt ja nach einem mordsmäßigen Plan. Ich denke gar nicht erst groß darüber nach. Es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Wie auch immer, ich sehe mal nach dem Colonel. Wir wollten bei Dämmerung aufbrechen. Jetzt scheint schon seit einer Stunde die Sonne. Lieutenant! Soeben gab es gute Nachrichten. Ich werde wohl befördert. Man wird mich zum Lieutenant General vorschlagen. Sie scheinen nicht erfreut darüber, Sir. Bereitet Ihnen etwas Sorgen? Nee. Sehen Sie nicht, wie ich am Feiern bin? Warum sollte ich nicht Lieutenant General werden wollen? Nun, abgesehen davon, dass wir diesen Krieg verlieren werden. Positiv ist jedoch, dass es für Sie und die Jungs bald zurück in die Heimat geht. Und glücklicherweise steht zuvor aber noch ein letzter Einsatz an. Der, in den Sie uns letzte Nacht eingewiesen haben, Sir? Genau der. Angriff auf ein Feindlager mit nur 4 Soldaten. Wie gut, dass Sie zur Elite gehören, was? So eine Scheißmission. Beschissen, da geht's wohl nicht. Passt gut auf euch auf, Jungs. Lasst euch nicht für nichts und wieder nichts umbringen, kapiert? Jawohl, Sir. Na dann, alles Gute. So. Ich glaube, da nehme ich jetzt das Scharfschützengewehr. Weil das ist jetzt die Mission, wo ich es relativ gut gebrauchen könnte. Habe ich beim ersten Durchspielen bemerkt. Okay, hier geht's lang. Oh, eine Karnivora. Fleischfressende Pflanze anscheinend. Stronghold, 14th Scene. Ab in die Festung. Ja, das wird wohl das AKW sein. Oh, Spoiler. Das werdet ihr eh gleich sehen. Deswegen ist mir das jetzt egal. Boah, Alter, muss ich viel laufen. What the fuck? Okay, ich habe mich doch geirrt. Gott. Ich habe ihn nicht gesehen. Kann ich den durch die Wand hier meucheln? Schade.
Ah, ich habe vergessen, dass das rechte Maustaste nur wechseln ist und nicht auch schlagen damit. Dabei hatte ich ja gerade einen gekillt damit. Ich muss ja immer wechseln und dann, wenn ich gewechselt habe. Ich habe doch gewechselt. Oh Gott, das ist zum Kotzen. Wenn er mit seiner Dings nachlädt, kann ich nicht wechseln. Ich kann nur wechseln, wenn er gerade wirklich nichts macht. Das ist mir ein bisschen zum Kotzen. Wow. Wie gesagt, während er nachlädt, kann ich halt nicht viel machen. Okay. Gut, perfekt. So, das war auch perfekt. Das ist halt das Geile bei dem Scharfschützen gibt. Oh, man sollte ja auch mal gucken, dass die Bahn frei ist. Das ist halt das Geile bei dem Scharfschützengewehr. Ich habe halt so viel Durchblick. Ich liebe das. Ich hasse die Tatsache, dass ich so lange nachladen muss. Und während der nachlädt, kann ich nicht wechseln. Das ist so zum Kotzen. Normalerweise bin ich einer, der vor allem bei dem Spiel versucht, irgendwie durchzulaufen. Und das alles ganz schnell hinter sich bringt. Okay, der ist schlau gewesen. So, hier oben sind sie weg. Was mit dem Dicken da oben? Der ist auch down. Also ich finde das Scharfschützengewehr, wie gesagt, eigentlich richtig geil. Problematisch ist halt einfach, dass man so langsam wechselt. Aber so kann man es ja auch machen. So, ich habe 6 Schuss. Ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Wow. Okay. Okay, da oben ist einer. Alter, ich hätte vorher wechseln sollen. Aber sowas muss man erstmal wissen. Okay, der ist down. Hier ist hier Muni, da ist Muni. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe nur 6 Schuss. Oder nur noch 4 jetzt. Aber das Scharfschützengewehr ist effizient. Da drin ist. Ah, das sind auch nur 4. Ja, toll. Okay, der ist down. Sehr gut. Der ist auch down. So, hier ist. Nee, von da aus kriege ich die nicht. Wie gesagt, Effizienz und so. Ne? Ich stand direkt daneben. Okay, den haben wir. Da ist noch einer und das war's. Oh, da hinten ist auch noch einer. Jawoll! So, ich hol mir gleich nochmal Ammo. Zack. So. Okay, ich habe mich doch gehört. Ich hätte den Flammenwerfer nehmen sollen. Tatsächlich.
war echt ein Fehler. Die Frage ist, ob ich deswegen nochmal anfangen sollte oder eben nicht. Ja, ich fange nochmal von vorne an. Sorry, Leute. So. Machen wir das Ganze eben nochmal. Oh Gott, ich sollte nicht schon am Anfang so viel verschießen. Ich hatte mich im Level geirrt. Jetzt brauche ich das Snipergewehr noch nicht. Okay, fängt schon wieder super an. Okay, 53. Habe ich noch. Wie sieht's aus von